hier in Halle 5 auf dem Caravan-Salon, da staunt man schon manchmal und kriegt große Augen, denn das ist erstmals hier eine Premium-Halle. Das heißt, hier sind die Premium-Hersteller der Wohnmobile, sag ich mal, in der Kategorie Rolls-Royce zu sehen. Wir haben das Glück, heute zu Gast sein zu dürfen bei Niesmann und Bischoff. Und wir werden uns hier mal ein bisschen um das neue Flaggschiff kümmern. Das ist nämlich der Flair 920 EK. Vom Namen her sagt er uns schon einiges, denn er ist damit etwas länger als 9,20 Meter. Und EK hat was mit dem Interieur zu tun, was wir uns nachher vielleicht auch noch genauer angucken können. Sagt uns, dass es zum einen Einzelbetten im Heckbereich gibt und eine verlängerte Küchenzeile. Da schlägt mein Herz als Koch natürlich besonders hoch. Der Grund, warum wir aber heute hier sind, ist sicherlich auch, dass es eine neue quasi Firmenphilosophie gibt, nämlich Individualisierung zu bieten. Und Philipp Komas ist der Vertriebs- und Marketingchef. Was heißt das konkret? Wo kann ich als Kunde bei Ihnen Individualisierungen bekommen und genießen? Ja, also generell im Exterieur und im Interieur. Wir bieten jetzt dann eine riesen Palette an Gestaltungsmöglichkeiten für unsere Kunden. Und so kann der Kunde jetzt ein Fahrzeug wählen mit einer extra Individualisierungsakzentfarbe im Schwellerbereich und auch vorne an der Front und zusätzlich auch noch in der Seitendekorfolie. Und da hat er eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, die da machbar sind. Und wenn er in dem Rahmen nicht das Passende findet, kann er nach seinem Gusto das Fahrzeug und seiner Wunschfarbe auch komplett voll lackieren lassen. Das haben wir auch mit im Programm. Ist das ein Trend, dem Sie folgen oder wo Sie sagen, da setzen wir jetzt mal das Thema? Ja, man hört ja doch generell auch schon aus der Automobilbranche das Thema Customizing. Es gibt da bekannte Automobilmarken, die auch eine Individualserie haben. Und wir sind ja sowieso auch im exklusiven Bereich unterwegs. Und da kommt auch wirklich die Nachfrage von unserer Kundschaft, die da immer mehr sich auch abheben möchte mit einem individuellen Design gegenüber anderen. Wir reden bei Ihnen natürlich schon in einem stabilen, sechsstelligen Preissegment, zumindest was den Flair betrifft. Wenn Sie jetzt sagen, Individualisierung gehört zum Standard, ist das trotzdem was, was sich preislich bemerkbar macht? Oder wo Sie von vornherein sagen, das gehört für uns jetzt aber auch schon zur Basis dazu, dass gewisse Angebote einfach dazugehören? Es bleibt ein Angebot. Also wir haben die Fahrzeuge, können wir auch klassisch in Weiß liefern, wo sie natürlich auch den Look haben wie eine Yacht. Diese Optionen farblich, die sind dann nochmal gegen Aufpreis. Mhm. Aber dann im Rahmen, weil wir das über Folien lösen und dann auch nicht auch überschaubar. Jetzt haben wir einen Außenblick gewonnen. Ich würde sagen, wir gucken uns auch mal an, was drinnen an Individualisierung möglich ist. Nomen est omen, wie ich schon sagte, das K steht für die etwas größere Küchenzeile, die wir jetzt hier auch mal im Bild gesehen haben. Geht es hier im Interieur auch schon in der Küche mit der Individualisierung, schwieriges Wort, weiter? Ja, selbstverständlich. Hier im Innenraum, das, was wir im Exterieur haben, bietet dann genauso viele Auswahlmöglichkeiten. Es fängt an mit dem Möbeldekor. Da haben wir einmal das klassische eher dunkle Holz, was der Kunde da zur Auswahl hat. Oder eher moderner, jetzt auch in dieser hellen Möbeloptik mit einem Eichendekor. Und er kann natürlich jetzt auch wählen, der Kunde, will ich die Hängeschrankklappen in seidenweiß matt oder Hochglanz oder dann in der jeweiligen Holzfarbe. Und das Gleiche sind dann mit diversen anderen Dekormöglichkeiten dann im Innenraum möglich und besonders dann auch bei den Polstern, wo er sich austoben kann. Hier sehen wir im Moment die Variante mit Büffelleder, glaube ich, habe ich richtig behalten. Aber es geht tatsächlich auch hier, wie hier zum Beispiel, schön 70er-Jahre-Look, eigentlich Stoff. Ja, selbstverständlich. Also wir haben die Sitzpolster losgelöst von den Rückenkissen, die der Kunde dann unterschiedlich kombinieren kann. Und ja, wir können das gerne mal zeigen. Ja. Er kann jetzt zum Beispiel auch das Sitzpolster in Leder wählen, Büffelleder, und halt dazu ein farblich abgesetztes Kissen wählen. Und das Schöne ist, auch wenn er dann nach 5 Jahren nicht mehr draufschauen kann, weil die Farbe zu grell ist, kann er problemlos einen neuen Rückenkissensatz bei uns bestellen und kann dann wieder einen ganz neuen Look reinholen. Das andere Dekor bleibt zwar dann so, aber man hat trotzdem einen anderen Eindruck. Genau. Wenn ich mich jetzt so frage, wer von der Käuferschaft, sprich Männlein oder Weiblein, kümmert sich eigentlich mehr um diese Konfiguration des Individuellen?
Wie sieht's aus? Ja, da kann man schon klar sagen, dass der Mann eher für das Exterieur verantwortlich ist und ja, für die Frau entscheidet ganz klar, wie das Fahrzeug dann von innen aussehen soll. Wie viel Zeit nehmen sich die Käufer dafür, weil ihr Konfigurator ist relativ umfangreich, da gibt es eben viele Auswahlmöglichkeiten, die Qual der Wahl hat man sozusagen. Wie viel Zeit nehmen sich Ihre Kunden dafür? Ja, das ist schon eine intensive Geschichte, aber gerade dieser Konfigurator visualisiert alles. Das ist halt das Schöne. Man kann per Knopfdruck dann durchdrücken und kann sich seine Kombi dann zusammenstellen. Da ist wirklich dann auch der Konfigurator eine tolle Hilfestellung. Jetzt sind wir hier in einem Fahrzeug, in der Ausstattung, wie das Fahrzeug jetzt hier auf dem Caravansalon steht, sind wir, glaube ich, bei 280.000 Euro. Wo fängt es denn an, wenn ich auf jegliche Individualisierung verzichten würde? Also der Grundpreis hier von dem 29EK, der fängt dann bei 171.000 an. Und dann gibt es natürlich die Vielfalt an Sonderausstattung, schon allein im Chassis, wo man dann auch Volllooffederung wählen kann, hydraulische Hubstützen. Und dann geht das natürlich so weiter, bis man halt dann auch alles Mögliche dann dazu konfigurieren kann. Ein Traum von Auswahl sozusagen. Ich danke recht herzlich für dieses Gespräch. Gerne. Danke auch.